Destiny does not choose between good and evil. It does not honor the light. It does not judge the darkness. It simply rewards those who are willing to fight for it. A former emperor is out there. I sense it too. You may close your ears to the whispers of fate, but they cannot be silenced. You know the depths of my power, but you do not have to stand against me. You can kneel. I will never again kneel to you. Every last one of the poor world will burn. You're outmatched. He's all but certain. The galaxy we knew is gone. Our future lies with you. Ich habe dich vermisst. Die Gravestone, der Fremdling. Wo sind sie? Wir haben Patrouillen in 5 Sektoren, aber keine findet eine Spur von ihnen. Vielleicht bilden wir sie uns ja nur ein. Irgendjemand muss die Wahrheit kennen. Diesen Ausdruck. Du hast gerade einen wundervollen Einfall. Wähle in jedem dieser 5 Sektoren einen bewohnten Planeten aus. Lass sie von der Flotte bombardieren. Wie lange? Bis nur noch Staub übrig ist. Jemand weiß es und jemand wird es uns verraten. Aber nur, wenn wir diesem jemand einen Grund liefern. Ihr habt uns gerufen, Theron? Es soll Hinweise auf Verbündete geben. Hinweise, ja. Zusagen, nein. Lana arbeitet immer noch an den großen Nummern. Aber es gibt eine potenzielle Verbündete auf Sakul, die wir bis jetzt ignoriert haben. Brandfackel. Eure Informationen sind fehlerhaft. Brandfackel steht nicht auf unserer Seite. Brandfackel? Ein nicht identifiziertes Individuum, das vor 2 Jahren auf Sakul eingetroffen ist. Sie hat Bombenanschläge auf militärische und zivile Einrichtungen im Turm verübt. Dann ist sie eine Terroristin und keine Verbündete. Sie ist beides. Ich bin von der Idee auch nicht begeistert, aber wir können im Moment nicht wählerisch sein. Sie hat ebenso viel Schaden verursacht wie wir. Haltet euch an die Fakten und hebt euch euer Urteil für später auf. Was wissen wir über sie? Basierend auf ihren ausufernden Audiomanifesten scheint sie eine Anarchistin zu sein, die die perfekte Gesellschaft von Imperator Arkan stürzen will. Es gibt Leute im Turm, die ihr zu ihren Kunstwerke erschaffen. Sie handeln sogar mit Hologrammen ihrer Arbeiten. Wenn sie so lange auf Sakul überlebt hat und Verbindungen zur Bevölkerung aufrechterhält, ist sie einen Blick wert. Also gut, wir stellen den Kontakt her. Scorpio? Du bist die Expertin für die Unterwelt von Sakul. Die Herrin der Leiden könnte Hochleistungssprengladungen anbieten, um sie hervorzulocken. In Ordnung. Ich begebe mich in Kürze nach Sakul. Ich leiste Unterstützung, wenn ihr welche braucht.
Passt nur auf euch auf. Akan ist noch immer hinter euch her. Und Brandfackel ist vielleicht nicht die Verbündete, die wir uns wünschen. Weiter unten gibt es diesen einen Sprungtruppendroiden. Irgendwas ist da bei der Programmierung falsch gelaufen. Er liebt es, Rückenmassagen zu geben. Das Beste, was Sakul je erschaffen hat. Dann weiß ich ja, wo ich als nächstes hingehe. Ihr haltet die Klappe. Und ihr? Warum glaube ich euch nicht, dass ihr meine Sprengladungen dabei habt? Ihr seid Brandfackel. Die Herrin der Leiden hat euch von einem Geschäft hier erzählt. Ich habe keine Bomben für euch, aber ich bin auch nicht hier, um gegen euch zu kämpfen. Tja, das ist alles sehr enttäuschend. Ihr werdet vielleicht überrascht, Brandfackel. Einigen wir uns auf Kaleo. Brandfackel nennen mich nur die Einheimischen, um etwas Farbe in ihren tristen Alltag zu bringen. Und ich nehme an, ihr seid der große, böse Fremdling? Ich habe gehört, was ihr in der Droidenfabrik getan habt. Dort wäre beinahe alles geschmolzen. Dann wäre es beeindruckender gewesen, aber der Energieausfall war auch schon amüsant. Was führt euch zu mir? Ich baue eine Allianz gegen Akan auf. Ihr habt Fähigkeiten und Ressourcen, die ich brauche. Ich bin keine gute Teamspielerin. Es ist so, ich stecke gerade mitten in einer großen Sache. Ihr habt mir mit der Fabrik den Wind aus den Segeln genommen und mich angelogen, was die Sprengladungen angeht. Das sind 2 Minuspunkte für euch. Wir haben euch außerdem gerade vor den Sprungtruppen gerettet. Ja, das ist wahr. Und es kommen noch mehr. Ein wenig Hilfe könnte nicht schaden. Wenn ihr mitkommen wollt, können wir unterwegs reden und arbeiten. Ich brauche Einzelheiten, aber nicht hier. Wie ich schon sagte... Ihr habt mir die Show gestohlen. Jetzt stehle ich sie zurück. Ich überlasse euch das. Es gibt da einen Kontakt, den ich treffen muss. Erster Halt, die Energiekoppler der alten Welt. Ihr wisst, wie man einen Detonator verdrahtet? Auf. Ich muss eine behelfsmäßige Ionengranate mit dem Energiekoppler verdrahten. Wenn ich einen Fehler mache, werden wir alle geröstet. Der Energieausfall, den ihr verursacht habt, hat gezeigt, dass das ganze System verwundbar ist. Ihr wisst von der Überwachung? Es ist so eine Art Kommandozentrale? Schlaues Kerlchen. Die Überwachung kontrolliert die Hälfte der Droiden im Turm. Sprungtruppen, Bautruppen, medizinische Einheiten und noch viel mehr. Wenn wir ein paar Energiekoppler gleichzeitig durchschmoren, legen wir die Überwachungssicherheit lahm. Keine Energie, keine Kraftfelder, keine Scanner. Wir können einfach so reingehen. Diese ganze Stadt läuft mit Maschinen. Wenn wir die Überwachungssteuerung ausschalten, legen wir praktisch den ganzen Turm lahm. Ja... Diese Leute, die Droiden erledigen alles für sie. Die meisten Einwohner sitzen faul herum, während sie von ihrer Technologie gefüttert und beschützt werden. Ihr
Wir zeigen Ihnen ein oder zwei Tage lang, wie das wahre Leben ist. Ohne Droiden, bis Sie es repariert haben. Der Plan könnte funktionieren, aber was soll das bringen? Wenn der Schaden repariert ist, haben wir nur für etwas Chaos gesorgt. Vergesst nicht, dass ihr zu mir gekommen seid. Wenn euch meine Methoden nicht gefallen, ist mir das eigentlich egal. Aber ich lege noch einen Bonus obendrauf. Teyvors Len, der Überwachungsadministrator? Die Daten, die er braucht, um die Droiden zu steuern, sind mehr oder weniger ein kompletter Stadtplan. Wenn ihr dort einen Angriff plant, braucht ihr diese Daten. Verteidigung, Schwächen, alles. Wenn wir es hineinschaffen, springt also für uns beide etwas raus. Ein Grundriss des Turms sollte die Mühe wert sein. Lasst uns weitermachen. Na los, begeben wir uns lieber zum nächsten Energiekoppler, bevor die Sprungtruppen auftauchen. Okay, wir sind bereit, aber ich muss noch eine Weile bleiben. Ich soll noch einen Kontakt treffen. Was für eine Art Kontakt? Eine Einheimische. Es wird nicht lange dauern. Aber wenn ihr ihr zu nahe kommt, verscheucht ihr sie. Brandfackel, es ist alles bereit. Ich habe die Überwachungsdaten und um den Rest habe ich mich auch gekümmert. Gutes Mädchen. Wer hat behauptet, dass ihr euch nicht die Hände schmutzig machen könnt? Hört zu, die anderen, sie sind raus. Sie werden nichts sagen, aber sie lassen ihre Narben verarzten. Es macht keinen Spaß mehr. Tja, okay, das sind Trottel. Wir haben uns beide. Ich muss gehen. Vergesst nicht, dass diese Narben noch tiefer werden können, wenn ihr mir Probleme bereitet. Idioten und Feiglinge, jeder Einzelne. Ich habe Adlige auf Alderaan getroffen, die weniger verhätschelt und ängstlich waren. Ihr werdet überrascht. Ich habe Leute von Sakul so gut kämpfen sehen wie alle anderen auch. Ritter, Soldaten, Verbündete und Feinde. Vielleicht. Aber ich rede nicht von Rittern und Soldaten. Ich habe in den Jahren ein paar Fans gewonnen. Das Mädchen? Die Tochter des Überwachungsadministrators. Warum hilft sie euch? Aus demselben Grund, aus dem sie mir alle geholfen haben. Es sind behütete Kinder und Rebellion ist ein Tabu, das sie brechen können. Sie wollen Sakul nicht wirklich stürzen. Aber beinahe in die Luft zu fliegen, ein paar Narben zu kassieren, bevor die Droiden sie wieder hübsch machen, oh, das ist ein Zeichen des Stolzes. Die Sprungtruppen werden uns bald finden. Wie viele Koppler müsst ihr noch verdrahten? Nur noch einen. Die Show kann schon sehr bald losgehen. Ich schlage ein Geschäft vor. Ich habe euch überprüft, nachdem ihr die Fabrik in die Luft gesprengt habt. Ihr wart eine große Nummer, bevor ihr verschwunden seid. Ihr seid zu schlau, um kein eigenes Ziel im Hinterkopf zu haben. Sagt mir, worum es euch wirklich geht. Dann erzähle ich euch, warum ich auf Sakul bin. Ich war 5 Jahre lang weg. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich werde mir alles zurückholen. Ja, ich auch. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Bevor Sakul aufgetaucht ist, war ich selbstständig. Ich hatte einen Partner, Geld, Verbindungen. Wir haben Leute umgelegt. Der Krieg hat alles ruiniert. Für wen habt ihr gearbeitet? Für Banden, für andere. Über so etwas reden wir nicht. Jedenfalls bin ich auf meinen Füßen gelandet. Habe verschiedenste Jobs erledigt, einen Club betrieben, das Übliche. Aber ich werde meine Schulden zahlen. Vor langer Zeit hatte ich eine Anarchistenzelle auf Brental. Ich bin nach Sakul gekommen, um diese Arbeit wieder aufzunehmen. Ihr scheint eher eine zornige Gefahrensucherin zu sein als eine überzeugte Anarchistin. Ich war nie besonders verbissen bei der Sache, aber ich werde mit dem Alter weiser. Das Problem sind die Leute hier. Nichts tut ihnen weh. Man jagt ein Gebäude in die Luft, die Droiden bauen es wieder auf. Man verletzt ein Stück Abschaum, die Droiden heilen es. Sie kennen keine Konsequenzen. Selbst als ihr ihren Imperator getötet habt, hat sie das kaum bewegt. Sie haben kaum Gesetze. Aber es ist keine Anarchie, wenn alles egal ist. Es ist nur ein Zuckerrausch. Es sind Sprungtruppen in der Nähe.
Ich spüre es. Wir müssen weiter. Der Angriff auf die Überwachung ist vorbereitet, aber wir müssen erst einen Zwischenstopp bei meinem Apartment machen. Dort erwarten uns vielleicht noch mehr Droiden. Aber ihr scheint für die Herausforderung bereit zu sein. Meine Fans haben die Möbel gekauft. Lasst mich euch etwas zeigen. Von hier aus kann man sehen, wie die Venkaiserbrücke brennt. Niemand sagt, was passiert ist, aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Mein Vater bringt mich um, wenn er erfährt, dass ich das aufzeichne. Brandfackel hat erneut zugeschlagen. Dieses Mal ist es der Raumhafen. Ich hatte riesige Angst, aber es war spannender als alles, was ich jemals erlebt habe. Dank sei Valkorion, dass mich die Druiden in Sicherheit gebracht haben. Graumarkt-Holos. Sie haben damit gehandelt, als wäre es ein Spiel. Jetzt seht euch das an. Der Fremdling ist zurück. Wir können froh sein, dass er nur einen Energieausfall verursacht hat. Aber was ist beim nächsten Mal? Sakul sollte sicher sein. Es war schon immer sicher. Was passiert als nächstes? Das hört sich schon anders an, oder? Auf einmal machen sie sich Sorgen, weil ein Gebäude in die Luft gejagt wurde. Brandfackel hat sie beeindruckt, aber den Fremdling fürchten sie. Ich bin faul geworden. Dachte, bei diesen Leuten gibt es kein Durchkommen. Ich habe meine Ziele mit Brücken und Raumhäfen nur noch niedrig gesteckt. Aber wenn ihr ihnen Angst machen könnt, kann ich das auch. Ich schulde euch wohl Dank für den Weckruf. Nachdem wir die Koppler nun präpariert haben, können wir die Überwachung angreifen? So sieht es aus. Der Kraftfeldzyklus ist in einer Stunde. Dann verursachen wir den Energieausfall. In der Zwischenzeit gehen wir die Taktik durch. Ich habe Karten und alles. In der Droiden-Steuerzentrale läuft alles zusammen. Ihr holt euch eure Daten, ich jage die Maschinen hoch. Und erledige hoffentlich auch den Administrator. Seid ihr sicher, dass die Daten vollständig sind? Ein Grundriss der ganzen Stadt? Jeder Droide in dieser Stadt läuft mit diesen Einstellungen. Wenn ihr irgendwann den Turm angreifen wollt, ist das euer Ass im Ärmel. Es ist soweit. Schritt 1, die Koppler hochjagen. Das fühlt sich gut an. Na los, rechnet mit Droiden, vielleicht mit ein paar Rittern. Wie in alten Zeiten. Des einzelnen Gebäudes im Turm. Ich habe genug Bomben hier, um die Droidensteuerung einzuäschern. Dann wird die schicke, automatisierte Stadt plötzlich nicht mehr so automatisiert sein. Kann repariert werden. Aber ihr habt mich enttäuscht, Kalio. Teyvor, ich hatte schon befürchtet, dass ihr weggerannt werdet. Ihr hättet euch den Sprungtruppen ergeben sollen. Jetzt kann ich euch nicht mehr schützen. Nicht vor dem hier und nicht vor eurem Bündnis mit dem Fremdling. Eigentlich wollte sich der Fremdling mit mir verbünden. Wenn ich vorstellen darf, Überwachungsadministrator Teyvor Slan. Ich habe euch Freundschaft, ein Zuhause und eine Aufgabe gegeben. Und jetzt verspottet ihr mich derart? Ich würde gerne wissen, wovon er redet. Teyvor hat mich dazu gebracht, dass ich mir untreu wurde. Wie ich schon sagte. Als ich gesehen habe, dass ich den Leuten hier nicht wehtun kann, bin ich faul geworden. Er hat mir einen hübschen Käfig angeboten. Ein nettes Haus, einen Freibrief bei den Sprungtruppen. Ich konnte kleine Ziele angreifen und er hat dafür gesorgt, dass dabei niemand zu Schaden kommt. Ihr wart ihr Sponsor.
Sie war ein Ventil für die dunkleren Neigungen der Leute. Ein Tropfen Gift, um sie gegen die Krankheit der Unruhe zu impfen. Und ihr wart außerdem scharf auf mich. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass Komfort nicht alles ist. Sie ist der personifizierte Verrat. Selbst ihr verdient etwas Besseres, Fremdling. Meine Fähigkeiten als Kämpfer sind die Basis der Protokolle unserer Sprungtruppen. Ich werde euch beide exekutieren und meine Fehler wieder gut machen. Ihr armer, dummer, dummer, dummer Mann. Ihr wisst, dass mir eure Tochter bei Phase 2 geholfen hat? Was? Wir schalten hier nicht nur für einen Tag Droiden aus. Ich habe überall in der Stadt Sprengladungen angebracht. Straßen, Fabriken, Sicherheitsstationen, Nachrichtenzentren. Was passiert, wenn alles brennt? Keine Feuereindämmungseinheiten, keine Sanitätsdroiden, keine Sprungtruppen, die Aufstände verhindern. Das habt ihr nie erwähnt. Überraschung. Versteht ihr es jetzt, Teyvor? Ihr habt versucht, mich zu benutzen. Ihr habt mich alle gedemütigt. Jetzt wird eure hübsche, glückliche Stadt brennen. Ihr sprecht hier von Hunderten von Toten. Sie tragen keine Schuld an dem, was ihr durchgemacht habt. Sie waren ein Teil davon. Jeder einzelne von ihnen. Außerdem solltet ihr mich unterstützen. Ich weiß, was euch diese Leute genommen haben. Sie haben euch euer Leben gestohlen. Es ist ein gutes Gefühl, zurückzuschlagen. Ich erweise euch sogar die Ehre. Ihr jagt die Steuerung in die Luft. Ich übernehme die Stadt. Vielleicht fühlt es sich gut an, aber nur für kurze Zeit. Die Zerstörung des Turms bringt uns nicht das zurück, was wir verloren haben. Nichts wird mir zurückbringen, was ich verloren habe. Dann lasst nicht länger zu, dass die Vergangenheit euer Handeln bestimmt. Strebt nach einem lohnenderen Ziel. Gut, machen wir es auf eure Weise. Aber die Droiden werde ich nicht verschonen. Was auch immer euer langfristiges Ziel ist, ich hoffe, dass es auf die Zerstörung des Sakul-Imperiums hinausläuft, sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Habt es zurückgeschafft. Oh, ich habe einen Blick auf die Daten geworfen, die ihr gestohlen habt. Ein Bauplan des Turms wird sich als nützlich erweisen. Die Stadt wird noch eine Weile brauchen, bis sie sich von der Druidenabschaltung erholt. Aber es wurde niemand getötet. Danke. Also Kaleo, sie weiß, was sie tut. Behalten wir sie hier? Sie ist clever, sie ist gefährlich und sie kennt das feindliche Gebiet. Ich glaube, wir können mit ihr arbeiten. Also gut, dann können wir diese Rekrutierungsmission als Erfolg verbuchen. Du warst die Herrin der Leiden? Ja. Du wusstest wohl, dass ich dich einschmelzen würde, wenn ich das herausgefunden hätte. Ihr zwei kennt euch? Ja, wir sind alte Freunde. Fragt sie mal, wer sie gebaut hat. Sie werden keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Ihr habt da ja eine nette kleine Operation am Laufen. Ich kann nicht versprechen, immer hier zu sein. Aber wenn was Großes ansteht, sagt Bescheid. Seht euch um und lernt bei Gelegenheit die anderen kennen. Sprecht mit Teron oder Lana, wenn ihr eine Idee habt. Ich bin mir sicher, dass ihr eine Menge zu bieten habt. Ja, ich habe diese Teamspieler-Sache schon ausprobiert. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal mache. Ich denke, ich verlasse den Planeten und klopfe bei ein paar alten Freunden an. Kenne ich davon jemanden? Die meisten sind Schläger, die mich tot sehen wollen. Putten, die schwarze Sonne, Exchange. Aber irgendjemand muss mich noch mögen. Klingt so, als hättet ihr eine beachtliche Feindesliste. Ich beschäftige mich gerne und bleibe nirgends lange. Eine Menge Möglichkeiten, um Leute kennenzulernen.
Ich war Piratin, war bei der revolutionären Vorsprungsbrigade auf Brental. Einmal habe ich mich von einer Senatorentochter aushalten lassen. Eine Sache werdet ihr schnell über mich lernen. Ich komme immer klar. Das bezweifle ich nicht. Wir sehen uns. Und hey, viel Glück. Wir beide haben durch Sakul viele Jahre verloren. Es wird Zeit, dass wir sie nachholen. Millionen sind gestorben. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Wir haben diese Welten nicht zerstört. Das waren eure Kinder. Die Gräueltaten, die an diesen Planeten verübt worden sind, sollten die Allianz treffen. Aber wir sind nicht für sie verantwortlich. Was soll das heißen? Was ist passiert? Die ewige Flotte hat in einem koordinierten Angriff 5 Planeten bombardiert. Die Opferzahl ist unvorstellbar. Ganze Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Akan hat eine Erklärung veröffentlicht, in der er behauptet, diese Welten hätten uns Schutz gewährt. Ihre Zerstörung wäre die gerechte Strafe für unsere Angriffe auf Sakul. Eine Lüge natürlich, aber niemand kann es beweisen. Akan ist verzweifelt. Er kann uns nicht finden, also nimmt er die Galaxis als Geisel. Es gibt nur einen Weg, um das zu stoppen. Akan will uns isolieren. Lasst ihn. Wir sollten öffentlich klarstellen, dass wir auf gar keinem Planeten Verbündete haben. Ihr könnt die Leute nicht vor seinen Vergeltungsmaßnahmen schützen. Oder diejenigen, die an uns glauben, daran hindern, sich der Allianz anzuschließen. Ich habe gerade die Neuigkeiten gehört. Wir müssen auf Arkans Angriffe reagieren. Nein, das ist genau das, was er will. Seid ihr sicher? Wir haben schon jetzt mehr Ziele als Ressourcen. Aber wir können den Kurs anpassen. Diese Art von Zerstörung verbreitet Angst und Chaos. Wir sollten alles dafür tun, um das einzudämmen. Ich kann den Notleidenden Nahrung und medizinische Vorräte beschaffen. Ich sorge für Sicherheitspatrouillen, um Piraten- oder Verbrechersyndikate daran zu hindern, die Situation auszunutzen. Wir zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Früher oder später müssen meine Kinder zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe 5 Welten eingeäschert und Holos davon gemacht. Willst du sie sehen? Vater war auf Sakul. Er hat den Fremdling benutzt, um unsere Heimat anzugreifen. Ich erinnere mich nicht daran, dass er schon früher so witzig war. Siehst du mich lachen? Du hast noch nie gelacht. Unsere Ritter haben uns enttäuscht. Sie müssen ihre Ehre wiederherstellen. Sie sollen auf dem Duellplatz in Einzelkämpfen gegeneinander antreten. Bis zum Tod. Die Hälfte unserer Ritter zu opfern, ist nicht unbedingt förderlich, um den Fremdling zu finden. Die Überlebenden werden umso motivierter sein. Du kennst meinen Befehl. Geh jetzt! Vielleicht nicht effizient. Anfrage. Sollen wir noch mal anfangen?
Gesichtsscan stimmt mit Dr. Ogurobs Forschungsprofil überein. Es ist eine Freude, Sie zu sehen, Herr. Entschuldigung, meine Originalspeicherdaten sind verloren gegangen, aber mir wurde gesagt, dass unsere Abenteuer höchst beeindruckend waren. Erklärung: Durch den Verlust meines Originalspeicherkerns wurden meine kognitiven Parameter zurückgesetzt. Das beinhaltet auch autorisierte Ziele. Ich verfüge zwar über einprogrammierte Autorisierungen, bewaffnete feindliche Kämpfer in Uniform zu eliminieren, darf aber weitere Ziele nicht ohne ihre Zustimmung angreifen. In ihrer Abwesenheit wäre es mir im Moment nicht möglich, eine Reihe von potenziellen Gefahren auszuschalten. Ein inakzeptabler Zustand. Dankbarkeit. Ich verstehe, warum wir so gut zusammenarbeiten. Wir schätzen beide Effizienz. Darstellung. Dieses Testgelände wurde speziell dafür entworfen, festzulegen, welche Ziele ich ohne Ihre Aufsicht terminieren darf und welche nicht. Ich werde mehrere hypothetische Szenarios beschreiben. Dann werden Sie mir erlauben oder verbieten, spezifische Ziele darin anzugreifen. Es ist wirklich ganz einfach. Belehrung. Die Szenarios können auf Ihren Befehl hin gestartet werden. Meine zukünftigen Attentate liegen in Ihren Händen. Schlussfolgerung. Alle Zielparameter wurden festgelegt. Ich bin jetzt bereit, in Ihrer Abwesenheit Ziele auszuwählen und zu terminieren. Sind Sie mit diesen Einstellungen zufrieden? Verifizierung. Alle Einstellungen wurden übernommen und aktiviert. Zögern. Gewisse Änderungen an meinem Gestell wurden noch nicht vollständig integriert und müssen noch im Feld getestet werden. Auch wenn ich kampfbereit bin, rate ich bis dahin davon ab, mich bei missionskritischen Aktivitäten zu verwenden. Behauptung. Es wird mir eine Freude sein, Sie vor allen potenziellen Gefahren zu beschützen, Herr. Dr. Ogurob sollte über meinen aktualisierten Status informiert werden. Ich freue mich auf unsere erste bzw. nächste gemeinsame Mission. Esma vam tuta vi. Fo hawa tu folio is. Di moto se gotu wubi wubi. Godva kine si beli wene zin wale zek handalenu. La bin lui bala lopo. Faccio il qua, bo luto tu dita. Ciao body cast fo andale. Come che va mica bene? Utini e che bana già nella baba compa. Non la bana gazi, la vena sono mena anche quando già mai. Obbligando chi te fa baka mami. Chicua i bana i letter sluse domo la lumi. So Yamayuka Nikikido Sanke. Ashuna Chini. Godva Kinesi Beliwe Nezin Walezek Handalenu. Chakosa Bifanete Mambe Nenga Uki. Obligondo Kito Babakawami. Please, Wabo Holo. Utini, e chi bana di aria la baba compa? Go putava dalva, non mi confesco vami. Godva, kinesi beli wenezin, vuole zek handalen. Qua bagin so, Yamayuka, nikikido sanke. Uchibet wanu. Godva, kinesi beli wenezin, vuole zek handalen. Qua bagin so Yamayuka Nikikido Sanke. Na quasi Niko Nikaka Kumbupi Kumbambabla. Go Putaba Dalva, non mi confesco vami.
Tata Suta und Titi. Schon du gerade da rotoma. Chumi kwa waflo. Karusa suga batnova. Ubalare duki ya buja. Go puta badalva no ma kefesko vami. Monan ki sei mataka. Fo hawa du pulio is. Di moto, sei goto ubi ubi. Chisa kaba ki otabu banda baki wanki. Uno bongo wa uni kupa, tonti kak maki tugi. Ta ponka ultman gisa, chobo di kapu anchawa. Chiwa mak toma, pacha pakula gacha. Loria mi ponki tonko, chesko yoho, kimba luma. No kache naka noya. King Waki. Papi tasa mi yakuka. Wasta mi jack hooka to Maki. Taus hawa upa. Chiwa mak toma. Ishte waka guta. Dan, kwekuta bamba slagwa. Mo gutu ni ompi bedwana. Ni popo, chopa uma. Gokola kopane, kejaka. Uno ponko wa uni kupa. Tonti kak maki tugi. Amo tinto ultima gisa. Mi kisa tapore, ha? Unterzusa Nerko, Higa da Loria, Okata Usazul! Monan kisei mataka! Da Husuwa, Kihe Shaton, Kuka Dui Mabana! Da Husuwa, Kihe Shaton, Kuka Dui Mabana! Ebi Oti Eteta! Asura Duga Rata da Rokkowa! I'm full on the air, I didn't win in the drum. Codva, Kinesi, Beliwe, Nezin, Walezek, Handaleno. Go put up a dalva, no matter Tesco Bam. Mina, Nihala Neza, Niba, Nihala Kamanahama. Kashi, Yahosa Yadan. See, Lavana Zunumina, I can win you tonight. Ibara Parupa Suka, Shiniapayas, Hutini. Mo, Gutuni, Ompi, Bedwana, Nipopo, Chopa Uma. So Yamayuka Nikiti Gozonki. Felice Eisley, nicht mit Mimi. Rufst du aus einer Toilette an? Ich meine, ich habe gespürt, dass wir uns bald sprechen würden. Früher wäre mir lieber gewesen. Oh, das ist toll. Moment, ihr habt die Kiste aber nicht aufgemacht, oder? Öffnet sie auf keinen Fall! Quabaginso Yamayuka Nikiti Gozonki. Sie darf nicht geöffnet werden. Sonst zahle ich nicht mehr dafür. Gut. Obligum doki de Wabakabami. Was? Okay. Also gut. Bringen Sie mir nur bald her. Ungeöffnet. Und glaub nicht, dass ich es nicht merke. Ich bin ein Jedi. Ujekalopo, Jubarakawana Nabi. Böse Bantululu Tenga. Okohama Susi Hululu, Riwatini Aruba, Chikosa Niete Baba Yara Fara, Ibana Perge, Felizi Aizli, Nitin Mimini, Chikosa Bifanete Mambe Nengaguki, Go Puta Badalva, Noma Kefesco Vami, ein Java-Kopfgeldjäger. Dass ich sowas nochmal sehe. Und er hat sogar seine eigene Crew. Ich würde ihn nicht gerade furchtlos nennen, aber Bliss ist auf jeden Fall 10-mal tapferer als jeder Java, den ich bisher gesehen habe. Und der Kleine weiß, was zu tun ist, wenn es hart auf hart kommt. Komplett maßgefertigte Ausrüstung, so ziemlich das Beste, was man für Credits bekommt. Niemand, der ihn sieht, würde auch nur im geringsten ahnen, was ihn erwartet. Ich würde ihn ja gerne als Überwacher bei unseren gefährlicheren Aufträgen einsetzen. Aber er hat alle möglichen Freunde und Kontakte unter den Javas. Verbindungen, an die wir sonst nie rankommen würden. Es braucht schon viel, um mich zu beeindrucken, Commander. Aber er hat es geschafft. Ein toller Fund.